fotografische Sammlung in Smerdowo. In Smerdowo lebten stets tüchtige und fähige Menschen. Diverse Werkzeuge für die Feldarbeit stellten die Männer selbst her, wie auch verschiedene Dinge für den Haushalt, wie Töpfergefäße und Backtrüge. Die Smerdowoer Frauen wiederum waren für ihr Geschick in der Wollverarbeitung und im Weben von Matten und Stoffen berühmt, aus denen sie Kleidung für die ganze Familie nähten. Die in der restaurierten Zellenschule im Museumskomplex von Smerdowo untergebrachte ethnografische Sammlung wartet mit mehreren erhaltenen materiellen Zeugnissen auf, die die frühere Lebensweise der Menschen in dieser Gegend veranschaulichen. Zu sehen ist der kleine, niedrige, runde Tisch namens Baralia, an dem sich die Familien zum Abendessen versammelte. In fast jedem Haus gab es einen großen, waagerechten Webstuhl und ein Spinnrad. Auch beherbergt die Sammlung einen Original-Hochwebstuhl zur Herstellung von Strohmatten. Die Wände zieren herrliche gewebte Decken, Trachten und Opanken aus Rohleder, die sich die Männer selber nähten. Im 19. Jahrhundert brachte der Vormarsch der Alltagserleichterungen die ersten Spinnmaschinen in die Häuser von Smerdowo. Aber auch Entkörnungsmaschinen zur Trennung der Baumwollfasern von Kapselresten. Die Atmosphäre der ethnografischen Sammlung von Smerdowo spricht für die Zuversicht und das Können der Vorfahren, die das Praktische und Nützliche mit der Schönheit und Feinheit ihrer handgefertigten Erzeugnisse verbanden. Auch heute noch erinnert man sich der Worte, mit denen man den ersten Bewohnern des Dorfes Bewunderung und Respekt zollte. Einst zählte dieser Ortsteil rund 60 Einwohner, von denen ein jeder das Selbstbewusstsein eines Zahn hatte.